Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von Prey. Ich bin immer noch ziemlich aufgewühlt und aufgeregt und überhaupt und es wird jetzt auch nicht besser werden, deswegen habe ich hier gerade mal den Bildschirm. Ja. So, jetzt ist da oben Alex. Na? Da oben ist Alex. So, wir haben Dahl jetzt erstmal kampfunfähig gemacht. Jetzt warten wir auf Igwe irgendwo auch noch. Und eigentlich würde ich aber ganz gerne auch noch unten in das Shuttle gehen. Aber naja, wahrscheinlich mache ich das dann doch wieder nicht. Weil ich, keine Ahnung, sonst wurde jetzt schon in der Pause kritisiert. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da jetzt runtergehen soll. Sonst kriege ich nochmal auf die Finger. Ich check trotzdem nochmal alles, dass wir alles aufgeladen haben, aber die anderen haben wir ja eh nicht verwendet und sowas. Aber, Vogel, weißt du, das Spiel gibt mir doch die Möglichkeit, darüber zu grinden. Also, ich habe doch immer wieder die Respawns, also kann ich doch auch als normaler Spieler kann ich mich entscheiden, entweder zu sagen, ich renne durch, also renne durch, ne? Mach einfach alles hintereinander. Oder ich nehme mir zwischendrin einfach mal 2, 3, 4, 5 Stunden Zeit, viel mehr ist es ja nicht, und grinde mir Sachen zusammen und rüste mich dann auf. Also das kann ja jeder machen, das ist ja ganz normal. Deswegen, ob das jetzt so falsch war, ich weiß es nicht. Na dann, rein da. Ich gebe dir meinen Zündschlüssel. Aber hör mir bitte erst zu. Dann kannst du die Talos immer noch zerstören, wenn du das für richtig hältst. Aber das tust du nicht. Nein. Ich habe immer gedacht, dass wir nicht mit dem Feuer spielen können, ohne das Haus abzufackeln. Aber du hast mich überzeugt. Du hast mir gezeigt, dass nichts unmöglich ist. Wie hoch der Preis auch sein mag. Dieser Teil von dir ist immer noch da. Wir schreiben Geschichte morgen. Nicht diese Blutsauger im Transtar-Vorstand. Nicht Mama und Papa. Du und ich. So wie geplant. Unsere Daten bestätigen deinen Verdacht. Die Koralle sendet ein Neuralsignal. Eine geheime Botschaft hinaus ins All. Ich will wissen, welche Botschaft das ist und an wen sie sich richtet. Du weißt es. Seit wir erstmals die Teil von Neuromods testeten, weißt du's. Dieser Fabrikatorplan ist für den Prototyp des Nullwellengeräts. Es fängt das Signal der Koralle ein und nutzt es, um allen Typhon-Organismen einen heftigen Schock zu verpassen. Nimm es. Aber dann... Und der Zündschlüssel, wie ich... Was? Morgen! Ja. Aha. Aha. Ja, ich hatte da so eine Ahnung. Ich leite den Transport mit einem Medizinoperator in die Wiege. Ich hatte da ja so eine Ahnung. Dass das hier natürlich gleich so ein krasser Scheiß sein muss. Nee. Ach Mann. Warnung. Anzug wurde beschädigt.
muss das mal ganz kurz scannen, ja? Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Apex-Tentakel. Keine Einträge gefunden. Bitte, Doktor, bitte kontaktieren Sie Dr. Hans Kerlschup, Direktor der Psychotronik. Ein winziger Teil des Apex verschlingt alles, was ihm in den Weg kommt, reagiert auf Bewegung. Keine Möglichkeit, sie dauerhaft zu töten. Null Wellen, um sie zurückzudrängen. Alles klar. Habe ich keine Nullwellen? Ah, doch, da. Ja, ich muss mal ganz kurz scannen. Wurde beschädigt. Kann ich ja. Oh. Wo ist denn jetzt alles? Bin ich denn jetzt hier schon wieder? Ach, Mann. Was ist denn jetzt? Jetzt lass mich doch mal in Ruhe, du Blindvieh. Mann. Was ist das jetzt? Okay, so, jetzt Dahl. Wo ist Dahl? Dieses Ding versucht noch immer die Station zu verschlingen. Der Rumpf ist mehrfach beschädigt. Ich glaube an Sie, Morgan. Ich zähle auf Sie. Warnung. Anzug wurde beschädigt. Morgan, danke für das, was du getan hast. Du hättest mich dem Tod überlassen können. Es ist jetzt wichtiger denn je, das auf die richtige Weise beenden. Nimm das Nullwellengerät an dich. Ich gehe auf die Brücke, sobald ich wieder bei Kräften bin. Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Nun ist es also soweit. Ah, überfordert bin ich. Hoffentlich wirst du diese Aufzeichnung niemals hören. Aber falls doch, ist mir etwas zugestoßen. Ich nehme an, du hast inzwischen genug gesehen und bist nicht mehr scharf darauf, die Talos 1 zu zerstören. Ich habe immer gedacht, dass wir nicht mit dem Feuer spielen können, ohne das Haus abzufackeln. Aber du hast mich überzeugt, dass nichts unmöglich ist. Wie absurd es auch erscheinen mag. Das glaubst du doch hoffentlich immer noch. Ist Dahl nicht hier bin gewesen? Ich froh, dass ich nicht miterleben musste, wie mein Bruder dem Pessimismus anheimgefallen ist. Unsere Daten bestätigen deinen Verdacht. Die Koralle sendet ein Neuralsignal. Eine geheime Botschaft ins All. Ich will wissen, was das für eine Botschaft ist und an wen sie sich richtet. Ich habe das Gefühl, du weißt es bereits. Ich habe einen Fabrikatorplan für deinen Prototyp des Nullwellengeräts.
Du musst eins herstellen und es im Herzen der Koralle platzieren. Es fängt das Signal der Koralle ein und nutzt es, um allen Typhon-Organismen einen heftigen Schock zu verpassen. Viel Glück, Morgan. Es tut mir leid, dass ich nicht an deiner Seite sein kann. Wo ist jetzt dieser Kackdahl? Wo hat's denn den schon wieder hin? Bin ich jetzt doof? Ach, Mann. Ach, da klebt er. Ach, Gott. Ich such dich die ganze Zeit, du Arsch. Komm mit. Ach. Mann. Sucht man den die ganze Zeit und dann sowas. So. Dann warte ich mal auf weitere Ansagen von Ike. Ist schön, dass wir den jetzt noch retten, während hier so Terror draußen ist. Aber hey. Ich mach schon mal einen neuen Operator. Ohne Dahl kommen wir von der Station nicht weg. Wir sind hier gefangen. Alles klar. Ne. Ich krieg hier die Macke, ich krieg hier die Macke, ich krieg hier die Macke, die Macke krieg ich. Komm her. So. Systemalarm, Reparaturbedarf, bitte kontaktieren Sie einen Techniker. So, komm her. Dali Bali. Naja, immerhin wissen wir jetzt, wie es geht. Ich habe natürlich wieder nicht aufgepasst, ne? Ah, es ist ja traumhaft. So habt ihr alle was zum Lachen oder zum so stark die Hände gegen den Kopf knallen, dass ihr irgendwie Kopfschmerzen kriegt. Eins von beiden. Ist doch auch was Schönes, oder? Hindernis entdeckt. Bitte räumen Sie die Öffnung frei. Öffnung freigeräumt. Operator-Einsatz fortsetzen. Dieses Ding versucht noch immer, die Station zu verschlingen. Der Rumpf ist mehrfach beschädigt. Ich glaube an Sie, Morgan. Ich zähle auf Sie. Mhm. Ist jetzt... Hä? Willst du mir sagen, dass jetzt hier irgendwo... Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Dahlkampfunfähig, ja. Zur Krankenstation, ja. Das haben wir auch. Rette alle... Was? Ich hab den doch schon reingebracht. Mann! Das ist doch wohl nicht wahr hier. Guten Abend, Talos. Ja, halte Backen. Ich hab dich doch gerade schon eingesackt gehabt. Was machst du denn jetzt hier auf einmal? Anzug wurde beschädigt. Was machst du denn auf einmal hier? Ja.
komm hier rein. Zack. Bleib hier drin. Ich hab nicht zugemacht, ich weiß. So. Amos. Haben wir. Morgan, danke für das, was du getan hast. Du hättest mich dem Tod überlassen können. Es ist jetzt wichtiger denn je, dass wir die Sache auf die richtige Weise beenden. Nimm das Nullwellengerät an dich. Ich gehe auf die Brücke, sobald ich wieder bei Kräften bin. Hm. Und schon kriege ich die hier nicht mehr zusammen, ne? Nun ist es also soweit. Hoffentlich wirst du diese Aufzeichnung niemals hören. Aber falls doch, ist mir etwas zugestoßen. Ich nehme an, du hast inzwischen genug gesehen und bist nicht mehr scharf darauf, die Talos 1 zu zerstören. Ich habe immer gedacht, dass wir nicht mit dem Feuer spielen können, ohne das Haus zu packeln. Aber du hast mich überzeugt, dass nichts unmöglich ist. Wie absurd es auch erscheinen mag. Das glaubst du doch hoffentlich immer noch. Falls nicht, bin ich froh, dass ich nicht miterleben musste, wie mein Bruder dem Pessimismus anheimgefallen ist. Unsere Daten bestätigen deinen Verdacht. Die Koralle sendet ein Neuralsignal. Ja, ist gut. Eine geheime Botschaft ins All. Ich will wissen, was das für eine Botschaft ist und an wen sie sich richtet. Ich habe das Gefühl, du weißt es bereits. Ich habe einen Fabrikatorplan für deinen Prototyp des Nullwellengeräts. Wahrscheinlich geht das hier nicht, ne? Und es im Herzen der Koralle platzieren. Es fängt das Signal der Koralle ein und nutzt es, um allen Typhon-Organismen einen heftigen Schock zu verpassen. Viel Glück, Morgan. Es tut mir leid, dass ich nicht an deiner Seite sein kann. Ja, ist gut. Alles kaputt hier. Habe ich die selber dran gehangen, ja? Ist ja furchtbar. Aber trotzdem triggert das da drüben irgendwie nicht. Ach Mann. Ich wusste schon, dass es heute keine gute Idee ist, das zu machen. Ich hab's trotzdem gemacht. Ach, nein. Ach, siehst du, da ist eine. Da ist eine, die habe ich nicht dran gemacht. Siehst du, so doof bin ich anscheinend dann doch nicht. Bitte räumen Sie die Öffnung frei. Oh, da ist keine. Ich habe auch keine in der Hand. Und dann ist da auf einmal eine. Guten Abend, Talos. Ein Hinweis von Sicherheitschefin Elazar. Zum Schutze der Privatsphäre ihrer Kollegen sind Sicherheitsterminals nur von befugten Personen zu verwenden. Denn die keine Schaff's dort aber auch nicht wegzukommen. Aber ich kann von der Ferne ran. Vielleicht klappt das noch. Guten Abend, Talos. Abendessen wird von 18 bis 20 Uhr in der Kantine serviert. Echt jetzt? Ach so. Ich hab doch schon F gedrückt. Genau das wollte ich. Ja, ich wollte eigentlich zielen. Beantragen neuen Operator. Transtar Pyramid 499 Medizin Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Und da ist er. Diagnostiziere oberflächliche Verletzungen. Nichts, was ein Medkit nicht heilen könnte. Kannst du den da auch wieder heilen? Es
dauert nur einen Moment. Alles erledigt. Sie können einen Service-Fragebogen an Empfang ausfüllen. Ja, rette den mal. Diagnostiziere. Keine Traumata oder Krankheiten festgestellt. Ich kann leider nichts für Sie tun, außer Sie haben Interesse an medizinischem Wissen oder einem Witz. Ja, dann kann ich das halt nicht mehr machen. Ach, ist das geil. Ach, komm, dann machen wir jetzt die Scheiße noch zu Ende. Es ist doch zum Kotzen. Es regt mich gerade auf. Naja, gut. Ohne Dahl kommen wir von der Station nicht weg. Wir sind hier gefangen. Rette Alex, Morgan, ist fehlgeschlagen? Sie haben Alex Appell vorausgeahnt. Ihre Verbindung, ihre Geschichte. Hä? Sie haben mich darauf programmiert, ihn Punkt... Ja, komm, Punkt, ich mach die Scheiße jetzt nur noch zu Ende. Aber wir können das überspringen. Ohne Mist. Ein Typhon von der Größe eines Wolkenkratzers verspeist gerade die Talos 1. Da... Nee, da habe ich jetzt gerade echt überhaupt keine Lust mehr drauf. Hat Alex Unrecht? Zerstören Sie die Station, wie geplant. Dann wird das Monster ebenfalls vernichtet. Nee, warte, was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Stell den Nullwellenprototyp her. Ja. Komm, dann mache ich jetzt noch die richtig schlechte Entscheidung. Ich mache den Nullwellenprototyp. Habe ich es jetzt ganz zerschossen? Nee. Muss ja mal zu einem Fabrikator gehen, der andere hat ja nicht geklappt. Ja, aber wer sagt denn, dass der hier klappt? Ich könnte jetzt wirklich eine Zigarette vertragen. Ja, Sie rauchen? Nein, aber es wäre jetzt passend. Ich halte nach einer Packung Ausschau, wenn Ihre Finger da nicht mehr so zucken. Meine Finger? Ist mir gar nicht aufgefallen. So, was haben wir jetzt? Muss ich noch irgendwas bauen? Nee, ne? So. Dann probieren wir das mal aus. Mal sehen. Also anscheinend habe ich gerade alles kaputt gemacht, aber naja. Ich probiere es dann vielleicht noch einmal. Wenn Ihnen das noch nicht in den Sinn gekommen ist, wird es das. Tun Sie es nicht. Ich kann nicht vorhersagen, was beim Scannen des Apex geschieht. Aber meine Modelle deuten auf Leid hin. Ja, Weber, das hast du nicht gedacht, ne? Ja. Ja, ich weiß schon.
Systemalarm. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. So, aber wie komme ich da jetzt rein? Sichtkontakt. Hm? Nein, darüber ja eigentlich nicht. Okay. So. Das machen wir noch so. Wie kann ich da jetzt... Zentrum der Koralle. Ja, schon. Aber wie platziere ich das dort? Ich kam doch... Aber kam ich hier rein? Habe ich das jetzt gerade nur übersehen? Alter. Kuckuck. Na, ja. So, jetzt kommen wir alle mal wieder runter. Erdungswiderstand. Piu. Mikrogravitation entdeckt. Das Zentrum der Kuh. So, das heißt, wir müssen dann... Juhu. Hallo, kommen Sie wegen eines Termins. Ich muss bestimmt das da scannen. Oder halt auch gar nicht scannen, einfach nur einsetzen. Gut. Töte sie. Adrenalin. Dann noch eine Dosis von Morgens Zellkultur. Noch mehr? Aber... Tun Sie's. Nehmen wir an, Alex' Plan hätte Erfolg. Und dann? Sie spekulieren darauf, dass es keine weiteren Jäger wie die Typhon gibt. Im universellen Maßstab sind die Menschen sich erst seit kurzem ihrer selbst bewusst. Und doch wollen sie die Tür für ein wesentlich älteres, kosmisches Ökosystem öffnen, das sich von Bewusstsein ernährt. Hier wimmelt es von Haien. Alex glaubt, wir könnten der größere Hai sein. Aber was, wenn wir schlechte Schwimmer sind und jetzt Blut im Wasser ist? Nun ist es also soweit. Hoffentlich wirst du diese Aufzeichnung niemals hören. Aber falls doch, ist mir etwas zugestoßen. Ich nehme an, du hast inzwischen genug gesehen und bist nicht mehr scharf darauf, die Tabelle zu zerstören. Ich habe immer gedacht, dass wir nicht mit dem Feuer spielen. Schwerkraft. Also ich habe das Gefühl, jetzt ist wirklich... Puffel, du schreibst ja auch. Ich glaube, jetzt ist wirklich alles im Argen. Er ist der Meinung, wir haben die Quests versaut, dabei haben wir sie nicht versaut, also zumindest die eine nicht. Dann ist er jetzt der Meinung, wir haben immer noch das eine Ding hier offen als als Transcribe, aber das haben wir ja auch nicht mehr offen, das haben wir ja schon angehört.
Na gut, da habe ich es mal wieder erfolgreich kaputt gemacht, ne? Würde ich sagen. Gut. Meine ist ja nichts Neues. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren. Ist halt wirklich nichts Neues. Bugs finden gehört zu meinem Job. Nur ich hatte gehofft, den jetzt vielleicht nie unbedingt in Spielen machen zu müssen. Ich gehe mal hier durch, ne? Ja, lass mich mal. Warte mal, ich muss da auf die Brücke, ne? Nur noch mal, um sicher zu gehen. Genau, ich muss auf die Brücke. Also muss ich über die Lobby ins Arboretum auf die Brücke. Typischer Workaholic. Ja, ach du, keine Sorge, ne? Für mich ist das jetzt keine so verkorkste Erfahrung oder sowas, ne? Es nervt mich gerade kurz ein bisschen, aber ich kann da auch drüber hinwegsehen. Ich kann Guten ja trotzdem. Abend, Talos. Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Identität unserer halt Gäste einfach geheim die Klappe, zu halten ist. Mädel. Mann. Aber ich kann halt trotzdem sehen, was das Spiel eigentlich quasi ausmachen würde und so weiter. Und in einer ruhigen Minute kann ich auch einfach nochmal für mich hingehen und sagen, hey, ich mache jetzt von dem Speicherpunkt nochmal weiter und mache das jetzt nochmal in Ruhe und so. Alles gut. Es trübt natürlich ein klein wenig, das will ich jetzt nicht... irgendwie bestreiten, aber... Ich sag's mal so, das war bei anderen, also das war bei manchen Sachen ja auch schon so. Ne? Obligatorischer zweiter Run im Privaten, 100% Psycho oder so. Na, auf jeden. Mikrogravitation entdeckt. Auf jeden. So, dann rüber zur Brücke. Also, ne, Bugs gehören dazu und alles und alles in Ordnung. Beziehungsweise, ja, manche Sachen habe ich ja jetzt selber quasi durch die Reihenfolge der Quests gemacht. Da bin ich ja mehr oder minder dran schuld. Es ist zwar schade, dass das Spiel das dann einen machen lässt oder sowas, ne? Was? Früher oder später macht wohl jeder die Erfahrung mit Prey. Meinen letzten Run haben ähnliche Bugs auch zerschossen. Und zwar derart nachhaltig, dass auch ältere Savegames Schrott waren. Es scheint, dass bei diesen Bugs auch die Steam Cloud fehlerhaft synchronisiert wird. Ah, das klingt ja gut. Boah. Wartet mal kurz. Moment. What the actual freak? Unangenehm. Hey, das wird alles gut. Wir machen das jetzt mit dieser tollen Nullwellengeschichte und dann klappt das bestimmt. Denken Sie nochmal nach. Vertrauen Sie Ihrem früheren Ich, dem, das nicht moralisch verdorben ist. Ihre Einschätzung, Morgan, nicht meine. Laut Ihren Anweisungen muss ich alles in meiner Macht Stehende tun, um dafür zu sorgen, dass Sie die Talos 1 und alle Typhon vernichten. Die Sprengung der Station schützt die Erde und bietet vielleicht eine geringe Wiedergutmachung. Sie wissen, wie Neuromods hergestellt werden. Die Nachfrage wird steigen. In der Zukunft, die Alex sich vorstellt, werden viele sterben. Zum Wohle weniger Privilegierter. Ich gebe die Kontrolle über das Terminal nicht auf. Um die Nullwelle zu aktivieren. Alte Backen, Kollege.
Was? Die löst's auf? Was die Neuromod ist? Naja, die Antwort ist auf der einen Seite leicht und auf der anderen kompliziert. Sie ist die Zukunft. Heute. Und noch wichtiger, unsere Vergangenheit. Heute. Das ist es, was Transtar macht. Jeder Mitarbeiter, alle zusammen. Es ist die Unsterblichkeit. Und sie ist wundervoll. Okay. Ah, und das war's jetzt. Ja, gut. Bethesda Bugworks. Okay. Created by Arkane Studios. Oh, nee, das war's nicht, sagt er. Eieiei. Ja gut, ich erzähle trotzdem gerade schon mal was über diesen kleinen Abspann. Anscheinend gibt's dann noch was. Wir warten ja sowieso immer bis zum Ende des Abspanns, ne? Also keine Sorge. Also alles in allem finde ich das Spiel schon cool. Nur ein paar Punkte haben mich schon ein bisschen genervt, muss ich sagen. So, es sind so Kleinigkeiten, die machen es irgendwo ein Stück weit kaputt. Also was mir arg das Leben oder das Spielen kaputt gemacht hat, war die Erfahrung mit den Stimmen. Und da habe ich ja schon runtergedreht, die Sachen. Aber das ist egal, was du die Stellen, also was du die Lautstärke einstellst. Die Leute trommeln dir halt trotzdem das Trommelfell raus. Okay, schade. Oder halt auch teilweise, du kannst dich nicht bewegen, nachdem du aus dem Lift rauskommst und solche Sachen. Der Rest ist cool. Also dieses Konzept, du hast die Mimics. Du musst immer irgendwie ein bisschen aufpassen. Die Musik war super. Oder generell so die musikalische und soundtechnische Untermalung. War super, also definitiv. Alles richtig gemacht, sozusagen. Manchmal fand ich, hat das Spiel einem, ja, ich weiß nicht so richtig gut erklärt, was jetzt eigentlich passiert, wenn man das tut, was man jetzt gerade tun möchte. Also welche Auswirkungen haben gewisse Dinge, ne? Was ich wiederum schön fand, war die Nebenquests. Wenn ich ehrlich bin. Weil die waren vor allem unerwartet an vielen Stellen. Und das ist cool. Mindgame, ne? Das ist schön. Die Hauptquest war an vielen Stellen, zumindest in ihrem groben Ablauf, sehr vorhersehbar. Fand ich. Also klar, ne? Nicht das einzelne Detail, aber so das Grobe und Ganze schon. Generell so. Sag mal, das ist 2017 rausgekommen, ja, das Spiel. Wenn ich mir da teilweise das Gesicht-Movement angucke, schwierig. Ne? Aber sonst, du hast halt was wieder sehr, sehr gut ist bei dem Spiel. Es hat einen sehr hohen Wiederspielwert. Ja? Selbst wenn man die Story kennt, trotzdem die Möglichkeiten, wie du was tun kannst, sich immer wieder umzuentscheiden, so gehst du mal in die Hacking-Richtung, gehst du mal in die, ich suche alle möglichsten Zweit-, Dritt-, Viert-Wege, um irgendwo hinzukommen.
Gehst du mal komplett nur auf Menschen, Neuromods, oder mal fast nur auf irgendwie Typhon-Mods und so weiter? Du hast wahnsinnig viele Möglichkeiten beim Wiederspielen. Egal welchen Schwierigkeitsgrad du nimmst, was ja bei vielen Spielen so die einzige Stufe zwischen den Spielen ist, hast du hier ein ganz breites Spektrum. Und wenn du nicht so jemand bist wie ich, der gerne einfach mal grindet und sich gerne einfach mal ein bisschen die Sache einfacher macht, ne, dann kannst du es bewusst auch zum Beispiel komplett ja ohne Neuromods spielen. Also bis auf vielleicht ein, zwei, die aufgezwungen werden oder sowas. Aber ansonsten kannst du es auch ohne spielen und du kommst garantiert auch durch. Also was ich jetzt so gemerkt habe, klar wird es schwierig. Aber ich glaube, du kannst es schaffen ohne Neuromods. Und das ist doch mal was. So, du kannst von einem Spiel das Hauptelement mit wegnehmen und kannst es trotzdem höchstwahrscheinlich besiegen, das Spiel. Ja. Du kannst es auch komplett als Typhon spielen. Ja, genau. Ja, also du kannst ja sagen, ich nehme nur die Mods, ich nehme gar keine Mods. Du hast so viele Möglichkeiten. Du kannst ja auch selber sagen, du machst jetzt hier diese Mimic-Sachen, scannst du, also Mimikry, und dann verwandelst du dich einmal, oder nee, warte mal, war das als Mimikry? Nee, aber es gab irgendwas, wo du dich wirklich auch selber, glaube ich, zum Typhon machen konntest. Gab es da nicht irgendeine Neuromod? Ich weiß es gar nicht mehr. Also nicht mehr aus dem Kopf, hundertprozentig. Aber was ich sagen will, mit ganz vielen Worten und wenig Sinn. Du hast halt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und das finde ich bei einem Spiel Doppelgänger, danke. Das finde ich bei einem Spiel immer toll. Weil du kriegst was für dein Geld. Ich sag mal, ich habe das jetzt sehr langsam gespielt. Ja, das weiß ich selber. So bin ich aber halt immer drauf. Kannst das alleine, sag ich mal, wenn du schnell bist, wahrscheinlich so in 15, 20 Stunden, kannst du es bestimmt durchspielen. Und du kannst dabei dir verschiedene Möglichkeiten aussuchen, wie du das machst. Und hast am Ende zwar diese 15, 20 Minuten, aber du kannst es ja, Speedrun-Rekord ist 11 Minuten. Seht doch mal, anstrengend. Aber du kannst ja danach dann das so oft wieder spielen, dass du halt 100 Stunden, 200 Stunden bestimmt deinen Spaß haben kannst. Aber jetzt geht's erstmal, ne? Geht weiter. Anscheinend. Mal gucken. Looking Glass View 3.5. Oh, was ist denn hier los? Es ist vollbracht. Wie ist es gelaufen? Aktivierung der Spiegelneuronen ist vielversprechend. Empathiequotient ist außergewöhnlich hoch. Es denkt wahrscheinlich, es träumt, dass alles egal war. Sie gehen davon aus, dass es wie wir denkt. Sein Leben hängt davon ab. Unseres auch. Es läuft alles auf seine Entscheidungen hinaus. Es hat mich aus dem Frachtcontainer gerettet. Andernfalls wäre ich erstickt. Später hat es die Leitner-Konnektome besorgt. Sie hatten keinen praktischen Nutzen, waren für mich aber sehr bedeutsam. Es hat mehrere Typhon-basierte Neuromods installiert. Das könnte eine instinktive Rückkehr zu seiner Art bedeuten. Oder einen Versuch, beides zu vereinen. Michaela? Ich wäre ohne meine Medizin gestorben. Das war nicht einfach. Ich glaube, das sagt viel über sein Herz aus. Kann man das so sagen? Es hat auch die Aufnahmen meines Vaters gefunden. Und dann, ich hatte es nicht erwartet, aber ich durfte sie anhören. Trotz des selbstbelastenden Inhalts. Es war bereit, sich selbst verletzlich zu machen. Dann war da dieser Mann in der Psychotronik, Ingram. Es war bereit? Würden Sie es leben lassen? Ja. Sarah, Sie sind die Nächste. Die Situation im Frachtraum war schlimm. Keiner von uns hätte ohne seine Hilfe überlebt. Und es hat auch viele Typhon auf der Station vernichtet. Das muss ein gutes Zeichen sein.
Außerdem durchkreuzte es Dahls Plan, uns als Geiseln zu benutzen. Wäre das einer meiner Officer, bekäme es von mir eine Auszeichnung. Danielle, was meinen Sie? Es hat mich gefunden. Obwohl es das nicht musste. Ich habe es gebeten, Volontär 37 aufzuhalten. Das war gefährlich. Ich glaube, es besitzt einen Sinn für Vergeltung. Es hätte vielen von den Typhon-kontrollierten Menschen schaden können. Scheinbar hat es alles getan, um das zu vermeiden. Ich glaube, es wäre das Risiko wert. Schließlich wollte es das Nullwellengerät aktivieren. Warum? Um die Typhon-Technologie zu bewahren? Wir können nicht genau sagen, was seine Motive waren. Aber wir müssen eine Entscheidung treffen. Du kannst uns hören, oder? Hier. Ich möchte dir etwas zeigen. Wir sind selber ein Mimik oder ein Typhon? Was du erlebt hast, war eine Nachbildung, basierend auf Morgans Erinnerungen. Mhm. Das ist die heutige Welt. Oh, nice. Jahrelang haben wir versucht, deine Fähigkeiten in uns zu integrieren. Andersrum haben wir es nie versucht. Bis jetzt. Du bist die Brücke zwischen unseren Spezies. Ich muss wissen, ob du uns sehen kannst. Also wirklich sehen. Falls ja, nimm meine Hand. Alle töten! Wir lassen es krachen. Wie in alten Zeiten. Ach, krass. Schön. Gerettete Menschen 18, getötete Menschen 0. Installierte Neuromods 222. Geil, ein Heben. Erworbene Menschenfähigkeiten 49, erworbene Typhon-Kräfte 6. Waffenabnutzung, Sauerstoff, Traumata. Achso, als Überlebensmodus. Ah ja. Ja, cool. Du hast Prey abgeschlossen. Glückwunsch. Ja, nice. Okay. Das war's. Ich dachte, vielleicht kommt noch mal ein kleiner Abspann oder sowas. Ja, also wie gesagt, was soll ich sagen? Ja, also ein paar Bugs haben mir das Spiel so... haben mich ein bisschen gestört. Ich habe am Anfang wahnsinnig viel Respekt gehabt. Ich mache mal hier... Am Anfang hatte ich echt wahnsinnig viel Respekt vor dem Spiel. Weil ich immer dachte so, ich kann das überhaupt nicht. Oder sowas. Als ich mich dann aber mal ein bisschen mehr damit befasst hatte, war es dann, fand ich eigentlich ganz cool. Ich fand die Storys ganz nice. Also die Nebenstorys auch. Die Charaktere an sich fand ich okay. Aber manchmal hat es in mir nicht wirklich was ausgelöst. Also so dieses, ich muss jetzt ganz schnell da und da, das und dies und boah, was, das ist dir passiert, total krass und so. Ich habe mich da nicht so reingezogen gefühlt, bin ich ganz ehrlich. Aber alles in allem fand ich es trotzdem gut. Jetzt am Ende, das trübt natürlich so ein kleines bisschen das Ganze. Aber wie gesagt, ich bin heute nicht in bester Verfassung, weil... die letzten zwei Wochen waren einfach überhaupt nicht geil. Dazu kommen noch ein paar private Dinge, die gerade absolut nicht geil laufen. Da will ich dem Spiel jetzt nicht Unrecht tun, bin ich ganz ehrlich. Ja. Aber wie gesagt, an sich finde ich das ganz cool. Wenn man auf so eine Art von Spielen Lust hat, würde ich sagen, holt's euch, wenn ihr es nicht eh schon habt. Und zockt einfach mal 1, 2, 3, 5 Runden oder sowas. Weil, was ich gemerkt habe, auch zwischendrin beim Grinden ab und zu mal, einfach für mich so ein kleines bisschen Abregung zu schaffen neben der Arbeit, ne? Und zu sagen, boah, jetzt gehe ich einfach mal eine halbe Stunde hier rein, geh mal durch ein paar von den Abschnitten durch, mach da ein paar Typhon platt, freu mich darüber und mach das Spiel wieder aus, hat mir übel was gegeben. Einfach mal nur eine Viertelstunde was zu tun, eine halbe Stunde was zu tun oder sowas.
Fand ich cool. Deswegen, ja. Ne? Aber, was wir jetzt mal noch machen werden, wir gehen... Oh, Kampagne 3. Wir gehen dann doch noch mal... Jetzt müsste ich gucken, welches das Richtige ist. Aber wahrscheinlich das hier. Wir machen jetzt mal, wir enden noch mal mit der Sprengung. Weil das würde ich einfach ganz gerne mal sehen. Das würde ich mal noch machen, weil das war ja eigentlich so mein initialer Gedanke, aber dann habe ich mich doch überreden lassen, sozusagen. So ein bisschen aus Trotz auch, wie es gelaufen ist. Das Ende fand ich dafür dann aber eigentlich ziemlich geil. Mikrogravitation entdeckt. Dafür, dass es quasi aus Trotz war. Steuerung für das Nullwellengerät. Nö. So, dann gehen wir nochmal hier rein. Das machen wir jetzt einfach mal schnell, oder? Würde ich sagen. Also, ich habe da jetzt gerade mal Lust drauf. Und im Privaten probiere ich dann mal noch so alle töten. Wir sind immerhin ein Typhon anscheinend. Hatte ich das nicht irgendwann mal gecallt? War das nicht so? Hatte ich das nicht irgendwann mal gesagt? So, hey, wir sind bestimmt bloß... Oder wir haben das bestimmt bloß in einer Art Traum, etc. pp. Hatte ich das nicht irgendwann mal gesagt? Naja, egal. Ja, fand ich cool. Naja, gut, ne? Also, Thema Bugs und so. Ich sag mal nix. So, jetzt kam ich nämlich gerade wieder nicht aus der Tür raus und so. Also ein paar Sachen gab es schon, ne? Auch mit dem Thema hier Lebenshaltung mit Kirk Rammer, dass wir den nicht hatten und so, ne? So ein paar Sachen gab es dann schon, die unnötig sind und ein bisschen nerven, aber hey. Das ist dann halt manchmal so. Wir sind alles nur Menschen. Entwickler sind, haben es auch schwer genug. Und das arme, der arme Publisher Bethesda, der hat ja auch kein Geld. Ne? Von daher kann man das ja jetzt nur wirklich niemandem vorwerfen hier. Also in allerwenigsten kann man das Bethesda vorwerfen. Also. So. Schon ein zukünftiges Freitagsspiel im Blick? Ehrlich gesagt noch nicht. Weil nächste Woche ist ja erstmal Firmenfeier. Und da habe ich noch ein bisschen Zeit. Ich wollte eigentlich BG3 noch spielen und auf der anderen Seite, es kommt halt bald Mirage raus. Das heißt, eventuell mache ich dann einfach bis dahin noch Odyssey am Freitag und switch dann halt quasi um, dass ich Odyssey noch zu Ende mache am Freitag, aber schon Mirage anfange und das Mirage dann aber halt wieder am Samstag mache oder sowas. Ja, weiß ich noch nicht genau. Muss ich mal überlegen. Doch hier unten schon mal freigeschalten gehabt, oder? Ach, muss man da doch erst rein? Warte mal, wie war denn das? Ah, jetzt komme ich gerade nicht mehr drauf. Müssten wir doch erst hier rein und dann... Ach nee, hier war's. Ja, Entschuldigung. Ja, das war im Boden das. Ja.
Achso. Okay. Ich dachte, jetzt knallt's schon. Na gut, dann müssen wir noch zur Brücke. Dann müssen wir noch schnell hoch. So. So, Dele. Schade, dass man das nicht gleich von unten machen kann. Ich meine, da ist immer ein Reaktor, ne? Muss doch möglich sein, das Ding in die Luft zu jagen. Ja. Dann gehen wir hier raus. Oh, das ist jetzt nochmal so ein langer Weg, ist mit so vielen Ladebildschirm. Vor allem, es passiert ja nichts, ne? Es ist ja niemand da, der uns dran hindert. Auch unser Tod. Ich glaube, die nachfolgenden Sendungen verzögern sich nur um ein paar Stunden. Ist alles okay. Immerhin haben wir jetzt hier so ein Bitte-Warten-Ding. Das war auch schon mal was. Hatten wir vorhin nicht. Weggucken. Oder soll das einfach eine Störung darstellen? Die durch den Apex erzeugt wird. Kann man eigentlich raus und den Apex... Kann man eigentlich noch rausgehen? Hat das mal jemand gemacht? Ich würde das dann nochmal ausprobieren. Und jetzt fliehen. Jetzt oben über die Rettungskapsel fliehen. Morgan, ich musste Iqua aufhalten. Mehrfach. Musste ihn schlagen. Hab ihn vielleicht umgebracht. Er wollte January deaktivieren. Ich kann nicht zulassen, dass sie es auch versuchen. Diese Station zeigt, was passiert, wenn Transtar unbeaufsichtigt Operationen durchführt. Mit dem Überleben der Forschung werden auch die Verbrechen weitergehen. Und wenn nur ein einziges Alien überlebt, brechen sie immer wieder aus. Alex hat sich entschieden. Nun müssen sie die richtige Wahl treffen. Wenn sie die Nullwelle aktivieren wollen, müssen sie an mir vorbei. Das ist halt genau mein Reden, ne? Musik in meinen Ohren. Sie haben's geschafft, Morgan. Und hier kommt das Feuerwerk. Ich weiß nicht, ob es reichen wird, aber ich glaube schon. Das ist halt genau mein Reden, ne? Die Forschung ist da. Die Leute sind da, es sind vielleicht noch Proben da, es sind die exotischen Materialien da und, und. Wer sagt denn, dass die ganze Grütze nicht einfach wieder von vorne losgeht? Material nicht eindeutig identifizierbar. Kalibrierung angefordert. Ich weiß, dass Sie die Zündschlüssel für die Zerstörung der Talos 1 vorbereitet haben. Daher finde ich die Aktivierung der Nullwellensendestation. Halte Backen.
in meiner Macht Stehende tun, um dafür zu sorgen, dass sie die Talos 1 und alle Typhon vernichten. Die Sprengung der Station schützt die Erde und bietet vielleicht eine geringe Wiedergutmachung. Sie wissen, wie Neuromods hergestellt. Es ist erledigt. Ihre gesamten Anweisungen wurden umgesetzt. Alle bis auf eine. Wenn die Station in die Luft fliegt, werden der Apex-Typhon und davon abgeleitete Technologien zerstört. Auch sie. Aber das wissen sie bereits. Immerhin war es ihre Idee. Ihre Alien-Neuromods würden bei der Rückkehr zur Erde ein inakzeptables Risiko darstellen. Nehmen Sie Platz, Morgan. Sie können in Ihren letzten Augenblicken auch die Aussicht genießen. Warnung, drohende Reaktordetonation. Talos 1, bitte evakuieren. Ich dachte, ich muss jetzt wirklich noch knapp 8 Minuten warten. Morgen. Das wird Daniel. Das wird Daniel. Okay, und das kann auch nicht euer Ernst sein für 2017, oder? Also jetzt mal ganz im Ernst. Diese Videosequenzen. Ich habe immer diesen Traum. Ich hatte immer diesen Traum. Ja, okay. Wunderbare Explosion, Puffe. Wunderbare Explosion. Das ist ja wohl nicht wahr, ey. Na komm. Es ist vollbracht. Wie ist es gelaufen? Warum redet er so schnell? Aktivierung der Spiegelneuronen ist vielversprechend. Empathiequotient ist außergewöhnlich hoch. Es denkt wahrscheinlich, es träumt, dass alles egal war. Sie gehen davon aus, dass es wie wir denkt. Sein Leben hängt davon ab. Unseres auch. Es läuft alles auf seine Entscheidungen hinaus. Es hat mich aus dem Frachtcontainer gerettet. Andernfalls wäre ich erstickt. Später hat es die Leitner-Konnektome besorgt. Sie hatten keinen praktischen Nutzen, waren für mich aber sehr bedeutsam. Es hat mehrere Typhon-basierte Neuromods installiert. Das könnte eine instinktive Rückkehr zu seiner Art bedeuten. Oder einen Versuch, beides zu vereinen. Michaela? Kann ich das ich wäre ohne meine Medizin weißt du gestorben. Das war nicht einfach. Ich glaube, das sagt viel über sein Herz aus. Kann man das so sagen? Es hat auch die Aufnahmen meines Vaters gefunden. Und dann, ich hatte es nicht erwartet, aber ich durfte sie anhören. Trotz des selbstbelastenden Inhalts. Es war bereit, sich selbst verletzlich zu machen. Dann war da dieser Mann in der Psychotronik. Ingram. Würden Sie es leben lassen? Ja. Sarah, Sie sind die Nächste. Die Situation im Frachtraum war schlimm. Keiner von uns hätte ohne seine Hilfe überlebt. Und es hat auch viele Typhon auf der Station vernichtet. Das muss ein gutes Zeichen sein. Außerdem durchkreuzte es da als Plan, uns als Geiseln zu benutzen. Wäre das einer meiner Officer, bekäme es von mir eine Auszeichnung. Daniel, was meinen Sie? Es hat mich gefunden, obwohl es das nicht musste. Ich habe es gebeten, Volontär 37 aufzuhalten. Das war gefährlich. Ich glaube, es besitzt einen Sinn für Vergeltung. Es hätte vielen von den Typhon-kontrollierten Menschen schaden können. Scheinbar hat es alles getan, um das zu vermeiden. Ich glaube, es wäre das Risiko wert. Schließlich wollte es die Talos 1 zerstören. Warum? Um die Erde zu schützen? Wir können nicht genau sagen, was seine Motive waren. Aber wir müssen eine Entscheidung treffen. Du kannst uns hören, oder? Hier. Ich möchte dir etwas zeigen. Ich will die Erde nochmal sehen. Das sah total cool aus. Und ein Reployer. Natürlich ist hier wieder ein Reployer. Ja! Was du erlebt hast, war eine Nachbildung, basierend auf Morgans Erinnerungen. Reployer. Das ist die heutige Welt. Ach, sieht das geil aus. Jahrelang haben wir versucht, deine Fähigkeiten in uns zu integrieren. Andersrum haben wir es nie versucht. Bis jetzt. Du bist die Brücke zwischen unseren Spezies.
Ich muss wissen, ob du uns sehen kannst. Also wirklich sehen. Falls ja, nimm meine Hand. Gut. Ja. Okay. Und damit, wie gesagt, ja. Vielleicht hat es euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich glaube, die letzten, dann vielleicht nicht, die letzten ein, zwei Sachen, weil ich war da auch echt ziemlich genervt. Aber ich hoffe, davor hat es euch vielleicht ein bisschen Spaß gemacht. Und das jetzt war gerade noch mal eine Genugtuung. Also dann, reingehauen, wieder schauen. Oder andersrum. Cheerio. Tschüss.